Hallo, liebe Leute, willkommen zurück bei Soma. Grausig gemeinsam durchgegruselt, Staffel 3. Folge 30. Folge 30, Folge 30, Folge Und 30. wir folgen gerade der Regel der 3. Richtig, denn wir müssen drei Sachen sammeln. Wir haben drei Etagen, in jeder Etage wird wahrscheinlich etwas sein. Wir haben bereits das Strukturgel in der mittleren Ebene geholt, haben einiges über das Waue Neues erfahren, wie es auch tote Lebewesen wiederbeleben kann einfach. Wie wir festgestellt haben, einer toten Ratte zum Beispiel. Armes Viech. Und jetzt müssen wir einen Akku holen, damit wir halt den großartigen Plan von Catherine zusammenstellen können, nämlich uns einen neuen Körper zu transferieren. Und Oh ja. jetzt haben wir allerdings das da vor uns. Da wackelt was. Und das gefällt mir nicht. So. Na ja, klar. Das ist doch nicht nett, ne? Das ist doch nicht nett. Was ist das für ein Viech? Hält sich den Kopf und sieht sehr viel menschlicher aus als die bisherigen. Ja. Nicht. Und geht nicht vom Fleck, weshalb ich mal tippen würde, dass es zum Zusammentreffen kommen muss jetzt. Ich würde sagen, weil ich komme auch nicht weiter. Muss anscheinend. Obwohl, man kann da noch lang. Wie möglich will ich den Kontakt lieber vermeiden. Was ist das hier? Electric Hazard. Wahrscheinlich müssen wir jetzt von dem Viech auch noch wahrscheinlich einen Akku holen oder was? Oh. Ja. Ja, bitte. Okay. Was geht? Guter Mann? Gute Frau? Wie auch immer. Ja, nur kurz einen Ausraster gehabt. Ein Resterchen. Es klingt offenbar um Luft. Ja, es ist immer, wenn es ausrastet. Ist nicht, weil es dich sieht. Ja, da an den Tasten müssen wir noch 100 pro ran. Ja. Könntest natürlich mal was nehmen und an ihm vorbeiwerfen. Gucken. L2 mal werfen. L1. Ja, merkt es, ist ihm aber relativ egal. Ich sag, wenn du da vorbeigehst, macht das nichts. Wenn es direkt anwerft, dann macht's was. Oh Gott! Es sieht offenbar noch. Hat ja auch schön leuchtende Augen. So, wir sind verletzt. Und das Viech kann rennen. Aber jetzt sind wir vor dem Kasten. Ja. Man hört es auch gerade nicht. Zum Kasten. Das ist das Ding. Tada. Ich hoffe, das war's schon. Ich glaube, wir müssen es nicht mehr aufladen. Es war ja in einem. Da drin. Da kannst du ja da nochmal hingehen. Ich glaube, es ist jetzt weg. Ich glaube, es hat dich jetzt einmal umgeboxt. Nein, doch es nicht. Ist da. Geht anscheinend nicht auf Geräusche. Okay, quasi der Gegenentwurf. Ja, ist jetzt wieder, weil es gerade rumrastet. Der ist jetzt hier im Gang. Wahrscheinlich. Ja. Es steht direkt vor ihm aus. Und jetzt? Ich sag, wenn du leise schleichend hinter ihm lang gehst. Ich bin ja direkt. Ich muss ja direkt vor.
Du kannst ja erstmal den Kasten da gucken, ob du es da noch reinpacken kannst oder nicht. Du rechts. Ich glaube, du ist es einfach nur. Nee, okay. Nee, okay. Also ist aufgeladen schon. Ja, ich dachte vielleicht damit der Röhre oder irgendwas man da durchlaufen. Das blöde Ding ist ja deaktiviert. Doof. Es gibt nur diesen Weg dahin. Da kann man noch. Nee, kann man nicht. Ja, ich würde jetzt versuchen, leise hinter ihm lang oder rechts zur Tür und dann schnell. Oh. Hallo? Ist dich jetzt? Nee. Das kann man sich ja nicht einschätzen. Macht das jetzt was? Weil ich näher rankomme, macht's das. Aber es rennt ja nicht los. Naja. Weil ich immer gleich weggehe. Ich gehe mal davon aus, dass es nach dem Stuhl gespeichert haben wird, oder? Naja. Jetzt hier bleibe. Help me, hat's gesagt. Und dann gelacht. Ach, warte, ich hab vielleicht. Immer wenn es das macht, nicht bewegen. Ja. Muss ich nicht zuspüren? Komplett. Ach so, ja, okay. Also, es ist wirklich noch ziemlich menschlich. Das ist ja. So ein Typ mit so einem oder eine Frau. Frau in so einem Anzug. Das sieht krank aus. Oh Gott, das arme Vieh. So weit. Und dann lacht sie wieder. Und zwischendurch sagt sie, helft mir. Ich hänge fest! Er zwingt dich jetzt wirklich, volle Pulle ranzugehen. Geh ran, das Ding! Ja, wirklich, ich muss so nah wie möglich ran, ja. Ja, ja, lieber hinter ihr aufstehen bleiben, ja. No. Gott sei Dank. Nicht die Tür, ich würde gar nicht die Tür zumachen, gar nicht groß. Ich glaube, jetzt ist es relativ sicher zu gehen. Ja. Ja. Okay, gut, dass ich wäre jetzt echt nicht drauf gekommen, muss ich ehrlich zugeben. So, und jetzt noch unterste Ebene. Ich möchte eine Seite noch da. Da ist er wieder. Vergifte die Quelle. Ich hab ihn gerade überhaupt nicht gesehen. Ich glaube, links von uns war er. Vergifte die Quelle. Ich will mal zumachen jetzt lieber hier. Ja. So. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Wait for me. Okay. Gesaugen. Das Intro von Final Fantasy 8 würde einen ganz anderen Flair bekommen, wenn das I'll wait for you und so in so einer Stimme gesagt werden würde, statt einfach nur geschrieben werden. Wait for me. Oh. Jawohl. Heilung. Wir sind in der Kantine. Ich meine, wir zerstören das Wao. Genau, wir zerstören das Wao. Hau, Rock! Ja, mit meiner Kraft! Ja. Das Wao ist leider sehr mächtig. Verdammt. Wieder versagt. Egal, wir werden es doch besiegen. Wir werden es doch schaffen. So sieht das hier aus. Hey, wir sind in der Kantine. Ach ja. Ob es diese Musik denn auch wieder einen neuen Star Wars Film geben wird. Ich finde, man sollte die schon einzigartig lassen. Dann muss auch wieder so ein ähnlicher neuer Song. Oh, guck mal, Essen! Oh, wir haben so lange nichts mehr gegessen. Auch wenn das sehr merkwürdig aussieht, dieses Essen. Hm. Wieso? Nudeln mit Hundefutter ist doch. Klingt doch. Na, vor allem, das scheint da drin zu kleben. Da ist ja auch Plastik drüber. Ich war da Plastik ja. Drüber? Oh, für mich war das so. Wahrscheinlich jetzt hier drin Kopf erwartet.
Die magische Bratpfanne. Wenn man so ein Vieh jetzt entgegenkommt, verprügeln wir es mit der Bratpfanne. Dann kommt die alte Frau aus Witcher. Got me pain. Got me pain. Oh. Nein, funny. Die Pfanne ist mal. This is kinda funny. Ganz. So, kleine Pfanne, du kommst jetzt mit. So, heute bin ich nicht müde und trotzdem im Sarazar-Modus. Ja, das ist so schön. Hat uns hier eigentlich schon komplett umgeguckt? Jetzt alles. Stimmt. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Doch, du hast gesagt, wir gehen erstmal in die Türen rein, die so offen sind. Und das tatest du dann auch. Ist ja auch noch die da. Da warst du drin. Ach, das war der Raum mit den ganzen Leichen. Ah, ja. Genau, okay. Ja gut, dann nach unten. Ich glaube aber nicht, dass ich zu Fanny eine ähnliche Bindung aufbauen kann wie zu Teddy. Nee, nicht wirklich. Tobi, der tragische Teddy. Tobi, der tragische Teddy, ja. Aber ich fühle mich sicher, wenn wir eine Bratpfanne... Scheiße. Ich wusste es. Ich wusste es. Jetzt kommen sie mit der Scheiße. Denkt dran, dass Gegenstände, die wir in der Hand hatten, uns oft mehr Nachteile beschafft haben, weil wir irgendwo gegengestoßen sind. Hier. Fuck, ich wusste es. Ich fucking wusste es. Oh, jetzt kommt es mit der Zombie-Nummer. Wir müssen einfach nur eine halbe Stunde warten, dann ist das Struktur-Gehard. Willkommen zur spannendsten Folge... Na dann, runter, ne? Unten müssen wir noch was anschalten. Mhm. Da wird er wohin gelatscht sein, denke ich mal. Fuck. Ach nee. Das war so klar. La 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 la. Please hold my heart. Nee, lieber nicht. In einem Horrorspiel, please hold my heart. My heart. My heart. Okay, dann muss ich es aber vorher auch rausreißen. Hallo? Lag der schon vorher so komisch? Ich weiß es nicht. Was haben sie dort gemacht? Hat auch keinen Kopf mehr. Aha, äußert sich nicht. Der lag doch nicht vorher so, oder? Bestimmt. Ich glaube, er saß da in der Ecke. Hier, dort. Genau, irgendwie so auf dem Boden, ne? Da ist nochmal ein Tropfen Strukturgel auf ihn drauf geträufelt. Du kannst immer zwei Schritte bewegen, ja. Ich schon mal so die Spindel aufzumachen. Ja, gut. Why not? Schiebe Stiefelchen. Schöner Anzug. Ein Gamm. Wir glauben, dass hier ein Monster rumläuft. Das war jetzt der Test schon mal für das Monster. Na denn. Loggen wir. Schatten wir den Lockdown down. Ausfallen. Ach so, Unterbereich. Entschuldigung. Noteingriff bitte. Oh ne, eine Tür. Obwohl ich es mal ganz kurz wundere, wenn das Viech jetzt nach unten gelaufen ist. Ja. Wie ist es hier da reingekommen, also in irgendeine Räume? Die waren doch gerade gelockdownt. Nun, die können ja auch durch Lüftungsschächte und so, wie wir gelernt haben. Ach ja. Und sie können auch wie aus dem Nichts verschwinden. Ich würde diese Monster nicht so sehr hinterfragen. Ja. Ja. Wow und so, ne? Wow, was die alles können. Mhm. Kann man da nur sagen. Hallo. Hi. Sind Sie der Kerl von oben? Robot Repair Bay. Oh nee. Hier, Roboter. Hallo. Wally? Wally, bist du's? Was ist das denn hier? Cortex... Cortex Chip! Diagnose! Auswerfen Cortex Chip. Koms Motor Optimus.
Klingt gut. Klingt gut, klingt richtig. Einfach zu allem reine Verbindung machen, oder? Ach nee, guck mal, zu allem unten muss irgendwie eine Verbindung. Du musst es nach unten zu den drei Pfeilen lenken. Weil die zeigen ja auf Auswerfen Cortex-Chip. So. Wo ist es nämlich? Hm. So, hat er ausgeworfen. Vollruhe entfernt, keine Signalverbindung zum Host. Vielen Dank, kleine Roboter. Ach, das sind unsere Augen wieder. Das ist der Cortex-Chip. Da ist was drin. Aber das Spiel sagt, nein, das wird's. Oh. Buddha! Buddha! Rette uns, Buddha! Boink. Buddha legt sich erstmal schlafen. Was haben wir? ja, FN, V, ja. Ja, ich hab's voll durchschaut. Ja, hundertprozentig. Dieser Helm ist böse. Das sagt diese Gleichung da. Ja. So, wir haben was für wollen, aber wir sind neugierig. Sind Sie der Kerl von da oben? Sind Sie böse? Das ist der von da oben? Nee, das wäre anderes. Ach du Scheiße. Es sieht einerseits faszinierend und beeindruckend aus, andererseits absolut krank. Der sieht sogar so aus, als ob er noch mal reden könnte oder so, wa? Okay, krass. So sähe Iron Man aus, wenn das alles schief gegangen wäre mit seinem Herzen. Ach, was haben wir denn hier? Ein Todwau. Oh, ein Todwau. Das sind immer. Was haben wir denn hier? Ja, Illuminaten. Illuminaten? Ja, wir hören das. Ja. Ach, ist ein Poster. Alles gut. Mensch! Into the abyss. Take it to Alpha in the Abyss. Hat ein bisschen ganzen Alpha auf. Was ist mit diesem Auge hier? No Alpha. Keine Ahnung. Medicine? Wieder Pre-Cap Medicine, ja. Pre-Cap Medicine. Was ist das mit diesem Auge hier? Sind das Videokameras? Ein Zeichen vom Strukturgel haben wir. Squeeze me, Stressball! Was ist das für ein Stressball? Wie hat dieses komische. Find Tau, find Alpha. Take the Gel to Alpha. Das Gel zu Alpha bringen? Dieser Pyramide da irgendwie und dieses Auge. Ist am Ende Meteoriten ein Alien drin gewesen? Alpha soll da hinten irgendwie sein. Alpha? Wow, the heart of Alpha. Ein riesiger Cortex oder so, eine riesige Kugel. Okay. Ausgehend Täter, Audioplayer. Are you there? I hear you, Herbie. What's up? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Really, Herbert, leaving the listening post? Must be important. It is, Drask. It is. Okay, then. Stay safe. Also, das kam jetzt von Theta hierher. Ja. Am 16.01.2104. Oder Vorfahr von Omicron, loud and clear. Everyone all right? You will be as soon as we make friends with the power suits. I'm sure you'll get used to it. Wunderskill. Just wanted to check in before we pass the last working Lumar probe. Guys, any last words to Omicron? Don't forget to pick us up. You heard that, right? Don't worry, we won't forget.
Alright. Heading into radio silence. Good luck, guys. Okay, das waren dann die Leute, die in die Tiefe gegangen sind. Tau, please respond. This is Riley Herber calling from Omicron. Please respond, Tau. Unable to connect. Lumar relay out of range. Yeah, I get it. Okay, unable to connect. Lumar relay out of range. Okay. Keine Verbindung zum Tau und keine Verbindung zu Phi. Okay. Also alles hat irgendwie mit Alpha zu tun, diesen komischen Augen und diesem Herz. Ha. Also dieses rote Leuchten ist auch das, was wir immer im Startbildschirm vom Soma sehen. Du bist brav sitzen geblieben, das ist nett, das ist schön. Okay, ja, da haben wir alles. Horror Iron Man ist ein guter. Na. Nö, hat nichts mehr zu sagen. Nee, jetzt hast du nicht mehr auf. Das war's jetzt. Wahrscheinlich erst oben wieder bei dem. Wahrscheinlich. Bäh. Trotzdem ist der eine Kerl ist noch weg. Speichert. Mhm. Das ist gut. Müssen wir nichts wiederholen. Ja. Das ist aber auch ein schlechtes Zeichen dafür, dass jetzt gleich irgendwas passiert. Wo ist dieser Kerl hin? So, hast du was zu sagen, Mensch rechts? Alter. Wow. Gut, mach das. Wer soll dorthin folgen? Ich werde dir dorthin kommen. Gut, mach das, alles klar. Dann können wir jetzt da in die Mitte rein. Kann man da noch was gucken? Nee, hier waren wir überall. Nee, in der Mitte liegt aber auch nichts, wo der immer stand. Das ist ein Operationsgedöns. Gut, dann folg uns mal. Du bist ja offenbar auf unserer Seite. Oh ja. Ja, jetzt kommt der. Bist du auch so ein Typ wie das Viech da unten, was von wegen immer zu uns sehen kann? Oder welche Kategorie Monster bist du? Hört sich aber so ähnlich an, ja? Ja. Das kann ja eigentlich theoretisch einfach rechts hinten rein. Ja, oder? Eigentlich. Na gut, wir machen halt die. Ah ne, die ist ja schon offen. Die ist schon offen. Ja gut, dann müssen wir jetzt gleich ein bisschen noch rückwärts laufen, wenn er immer, wenn er. Nein, nett. Okay. Okay. Da. Aber Catherine berichten von unserem großartigen Erfolg werde ich dann beim nächsten Mal. Ja. Oh. Oh Scheiße. Warum sind wir sofort tot? Ja, wirklich, wir haben, jetzt. Wir haben gebaut. Ach komm. Ja, kannst okay. Du berichten von unserem großartigen Tod? Ich würde dir raten, da reingehen, Tür dicht machen und dann laufen. Einfach. Aber die würde ja noch mit uns sprechen wollen. Ja. Ich glaube, ich muss jetzt halt wirklich rückwärts und immer, wenn es so... Es hat ja auch nichts gemacht. Es hat ja einmal... Und in der Zeit bist du einfach gelaufen. Und wahrscheinlich hat es dich da gesehen. Es hat kein einziges Mal so gemacht. Doch, hat es einmal. Hat's? Danach kam es. Oder war ich doch schon so weit weg? Ja, wahrscheinlich hat es dich um die Ecke geortet. Ja. Na gut, okay. Ja, der Grauto macht es dann jetzt beim nächsten Mal und dann mal gucken, was Catherine zu unserer Errungenschaft sagt, dass wir jetzt alle Zutaten zusammen haben und dann haben wir bald einen neuen Körper. Ich besag's, sie verfällt in völlige Ekstase und ist wieder ganz die Alte und voll lieb. Genau. Das wird passieren. Bis dann, euer Grauton. Und euer The Ramen. Ciao.